ja, eine Video-Idee reinschmeißen, die ich einfach feiere, egal ob auf Instagram oder auf YouTube. Ich liebe dieses Format und ich dachte, ich kann es ja einfach mal vorschlagen, ob ihr da Bock zu habt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme euch wieder mit durch meinen Alltag. Ich habe gerade schon die Kinder weggebracht, Jamie zur Kita und Amelie zu der Großtagespflege. Amelie wird heute abgeholt von Schwiegereltern. Die hat heute ihren ersten Oma-Opa-Tag, aber nicht lange. Also um 3 Uhr bringen sie mir die wieder. Das heißt, sie wird ja um 11:30 abgeholt, dann schläft sie und isst sie. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit zum Spielen, dann wird sie ja schon wieder gebracht. Genau. Die sollen immer die Kinder so Quality Time mit Oma und Opa haben. Mal gemeinsam und mal alleine. Gestern waren wir gemeinsam einmal da, dass Amelie einmal schon mal in der Wohnung war und ja, auftaut, wie so eine kleine Eingewöhnung. Ja, und heute ist sie dann alleine. Ich bin gespannt, wie es klappt. Also letzte Woche haben sie die schon einmal abgeholt aus der Großtagespflege. Das war hervorragend. Also nur abgeholt und direkt zu mir gebracht. Genau, da hat sie nicht geweint und wurde sofort bei Oma auf den Arm. Das war gut. Ja. Jamie hatte den Oma-Opa-Tag ja einmal die Woche. Haben wir immer jede Woche angepasst. Wie es bei uns so passt. Also die Hintergrundgeräusche sind Amy, die ist am Buddeln. ja, immer wie es so passt, haben wir das dann gemacht. Jetzt im Moment pausieren wir ein bisschen, weil Jamie so ein Tief hat und gar nicht nach Oma-Opa will. Deshalb die letzten 2 Wochen haben wir es dann halt getestet, ob es klappt. Die haben mir aber immer vorbeigebracht. Dann haben wir jetzt gesagt, machen wir den gemeinsam. Deshalb war gestern halt Oma-Opa-Tag von Jamie und ich war dann halt mit Amelie zusammen da. Und das machen wir jetzt so lange, bis er wieder sagt, er möchte gern dahin. Genau. Ja, eine Villa zum Beispiel morgen zum anderen Opa, hat er mir schon gesagt. Und da muss ich mich gleich noch ankündigen. Er hat heute Morgen auch schon versucht, um kurz nach 7 anzurufen. Muss mich gleich auch entschuldigen. Aber das Kind wollte unbedingt und hat dann ja, verzweifelt versucht, den Opa anzurufen, aber er ging nicht ran. Ja. So ist das mit Kindern, ne? Ja. Gestern kam ein Video von mir online. Dieses Video habe ich vor 3 Monaten, glaube ich, gedreht. Ja. Das war das Video über unsere Favoriten in der Babyzeit von 0 bis 1 Jahr. Es sind ziemlich viele Artikel, aber ist ja auch ziemlich viel in dem ersten Jahr, was passiert am Lernprozess. Und dann braucht man ein paar mehr Sachen eventuell. Und das waren so die Sachen, ohne die ich nicht leben kann. Und habe ich einfach gezeigt. Ja, ich möchte das auch fürs Kleinkindalter nochmal machen. So ein Video. Da muss ich mir aber noch Notizen machen. Genau. Komm ruhig rein. Kevin kam gerade einmal rein und wollte mir kurz was bequatschen. Ja, also das war so zum Oma-Opa-Tag, was ich gerade gesagt habe. Und dann wollte ich einfach nochmal gerne Video-Idee reinschmeißen, die ich einfach feiere, egal ob auf Instagram oder auf YouTube. Ich liebe dieses Format und ich dachte, ich kann es ja einfach mal vorschlagen, ob ihr da Bock zu habt. und zwar zeigt doch mal. Dann könnt ihr sowas in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Bock zu habt. Wie, weiß ich nicht, der letzte WhatsApp-Chat, euer erstes gemeinsames Bild, ein Hochzeitsfoto, was habt ihr im Nachttisch oder den Kühlschrank oder weiß ich nicht, die unordentlichste Ecke in der Wohnung? Ja, einfach so, einfach was euch interessiert, könnt ihr dann da rein schreiben in die Kommentare und ich würde dann dazu ein Video machen, also wenn ihr dazu Lust habt. Wenn genug zusammenkommt, würde ich das gerne machen. Also ich finde das Format super, super witzig und unterhaltsam. Also ich gucke das sehr gerne. Genau, ja. Jetzt bin ich gerade ins Schlafzimmer gegangen. Ich wollte schnell die Betten machen, weil Kevin gerade einmal raus ist, sich trinken und essen machen. Dachte ich, mache ich schnell die Betten, habe eine Ruhe. Bett ist drüben gemacht, Kevin arbeitet auch schon wieder. Ich habe hier einmal die Sachen draufgeworfen, das mache ich jetzt. Ich habe nämlich vor, das ganze Zimmer zu machen. So schlimm ist es gar nicht, muss ich sagen. Dafür, dass ich gestern nichts gemacht habe. Kevin hat nur die Spülmaschine gemacht.
Achso, vielleicht sollte ich dazu sagen, ich wurde vorgestern geimpft, zweite Impfe bekommen. Hatte dann über die Nacht über Schüttelfrost und Schwindel und Gliederschmerzen und keine Ahnung, was noch alles. Auf jeden Fall lag ich flach. Und gestern Morgen habe ich dann auch geschlafen die ganze Zeit. Die Zeit ging so schnell um, bis ich Amelie wieder abgeholt habe. Normalerweise schafft man in den 3,5 Stunden vor 4. Und ich war einfach geschlafen. Ja, dafür geht's eigentlich, ne? Dafür, dass ich nichts gemacht habe. Ich würde auch sagen, vom Streu her geht's. Klar, Amy war hier drin. Kann man näher ran. Man sieht, ne? Amy war hier drin, aber so viel ist nicht. So schlimm sieht's gar nicht aus. Amelie hat gestern gemalt. Die wollte nämlich malen. Jamie hat ihr noch ein Blatt gegeben. Hat ein bisschen den Tisch getroffen. Das ist nicht so schlimm. Vom Blatt ist nicht viel gelandet, aber sie hat ihre Puppe angemalt. Die hat die ausgezogen und angemalt. Jetzt muss ich die erstmal sauber machen. Kinderzimmer ist fertig. Wäsche habe ich gefalten. Die kommt noch ins Schlafzimmer. Aber das mache ich später. Kevin arbeitet ja. Will ihn nicht stören. Jetzt mache ich hier die Luftwäsche an. Saugen muss ich noch, aber hier lasse ich schon mal die Luftwäsche laufen und gehe in die Küche. Ich schneide gerade ein Video, zumindest fange ich an. Fertig werde ich eh nicht, weil das ziemlich viele Dateien sind. Ja, ich habe KitKat gegessen, natürlich ja nicht von Nestle, das Original. Ich habe Cappuccino gemacht. Und hier habe ich noch einen Koffer stehen. Da ist Lego drin von mir und meinem Bruder früher. Da will ich mit Kevin durchgucken, was wir nehmen für einen Adventskalender für Jamie. Der spielt nämlich mit Lego in der Kita immer. Ich wollte euch mal bei YouTube zeigen, was ich im Moment total gerne gucke, außer Clean with Mies. Guck mal, hier wird sogar ein Video von mir vorgeschlagen. ja. Ich gebe es mal um ein. Den Kanal. Ah, da wird es schon vorgeschlagen. Die macht Geburtsberichte. Die ist richtig cool. Da schaue ich mir so die letzten Videos alle von ihr an, die sie schon hochgeladen hat, so die letzten Male. Man geht halt auf die Geburtsberichte von den ganzen YouTubern ein. Bekannte, aber auch weniger bekannte will sie machen. Sie nimmt halt die, die sich gewünscht werden. Ja, und ich höre mir seit Tagen die ganzen an. Ich liebe einfach Geburtsberichte. Und das jetzt auch noch zu hören aus einer Sicht. Ja, von einer, ich weiß gar nicht, ist sie Ärztin oder was sagte sie oder was macht sie genau? Weiß ich jetzt gar nicht. Was steht denn da, wenn man eins öffnet? Ja, Ärztesicht. Ja, und die ist total sympathisch, also ich feiere es. Ich koche jetzt Mittagessen. Es gibt Bohnen im Speckmantel und Kartoffeln. Kartoffeln mache ich in meiner Küchenmaschine, dazu die Hollandaise-Soße. Und ja, im Speckmantel nehmen wir immer den Schinken. Über Tannenholz geräuchert. Ich liebe den einfach. Jetzt haben wir allerdings nicht von Metzger und frische Theke, sondern abgepackt geholt. Ja, aber der ist wirklich sehr lecker. Die kommen dann in den Backofen. Und mit Pfeffer, Bohnenkraut und Senf bestrichen. Ja, das steht noch hier, weil wir alle krank sind. Hustensaft für jeden was. Genau. Meine Schwiegermama hat sich gerade gemeldet. Es läuft richtig gut. Wir haben jetzt auch 50 Minuten schon später, nachdem sie abgeholt wurde. Ja, Mittag gegessen. Es gab Kohlrabi bei dem. Hat sie gut reingehauen und jetzt schläft sie. Also ich bin super happy, dass es funktioniert. Ja, ich freue mich schon, was er nachher noch berichten. Dann sollte er wiederbringen. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall sputen, dass das Essen fertig wird, weil ich muss um spätestens 1:15 losgehen. 1:15. Wir jetzt kurz vor 12:30, um Jamie abzuholen. Ich muss mir noch überlegen, wie ich ihn abhole, weil ich brauche ja diesmal eigentlich nicht den Kinderwagen mit dem Buggyboard dran, weil Amelie ja nicht da ist. Mal schauen. Das Essen ist fertig. Ich habe auch schon drei Bohnen-Speckmantel jetzt schon gegessen. Ja, ich war am Überlegen, was ich mache. Und ich habe die Option Buggy, aber den hasse ich einfach. Dreirad oder Fahrrad. Und ich habe mich für das Fahrrad entschieden. Deswegen versuche ich damit. Genau. Helm habe ich schon oben an der Tür liegen.
Das habe ich, weil ich, ja, wenn es windig ist, neige ich dazu, Ohrenschmerzen zu kriegen. Und da ich vor ein paar Tagen jetzt Ohrenschmerzen hatte, packe ich mich lieber jetzt immer dick ein. Sieht ein bisschen lustig aus, aber ja, vielleicht müsste ich auch noch mal ein neues haben. Das hatte ich im Holland-Urlaub gekauft, wo es windig war. Davon gibt es auch ein Video noch. Einen kurzen Einspieler nur von dem Urlaub. Aber es gibt einen. Du bist wirklich schnell, ja? Komm rein! Bup. Heile Schatz! Das Mikrofon. So, ich wollte sagen, ich habe den normalen Aufsatz dran gemacht hier, den Staubsauger vom Hühler, und habe nur das halbe Zimmer gesaugt. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Spielt sich so, ne? Ah, doch, sieht man. Jetzt sieht man es gut. Und es kommt echt viel daraus. Das sieht man erstmal, wenn man das so hat. Der hat natürlich auch eine andere Leistung als ein normaler Sauger. Holt mehr raus, aber man sieht erstmal, was da alles drin steckt. Gut, das ist jetzt von 2 Tagen. Ja, und ich wollte zeigen, sie hat eine Winterjacke bekommen von Oma und Opa. Eine Mütze, ein Lups und sie noch am Suchen. Genau, eine schöne dicke Mütze hier. So gepolstert, die Bänder schneide ich ab. Und die Jacke. Genau, die ist auch schön dick. Ist jetzt in 86, genau. Und denn das hier kann ich abmachen, falls sie damit nicht zurechtkommt mit dem Pelz. Genau, hat hier so Gummi, also ist ein bisschen enger. Das ist auch schön. Ja, und sie ist halt schön lang, ne? Mit deinem Bibi. Hast du dein Bibi geholt? Oh, wach. Ja, Schatz. Ah, ja. Sind hier am Puzzeln. Amelie nimmt immer die Puzzle auseinander. Das ist ziemlich schwierig. es bleibt gleich alles wieder an mir hängen, alle Puzzle wieder zusammenzusetzen und in die Kiste zu kriegen. Nicht wieder drauf. In dem Vlog, was ich heute schneide, vom letzten Mal, bist du schon immer mit drauf. Das ist schwierig zu zensieren, vor allem beim Programm finde ich zensiert nicht deutlich. Also deutlich zu erkennen. Ist so gut, komm her. Das war's. Jetzt geht's auf Schaukelpferd. Ich möchte sie nicht so filmen, weil sie hat die Kelloggs ausgekippt. Das hatte ich gefilmt, wie ich es sauber gemacht habe. Ja, zusammen. Das ist so süß, sie ist auf dem Schaukelpferd. Sie geht da selbstständig hoch und schaukelt. Jetzt macht sie, nebenan steht ja das Feuerwehrauto und das macht sie an. Hey, Mama. Oh, danke. Ja. Verrückte Maus, du. Ja, das Schaukelpferd hat sie wirklich total gerne. Ja, sie hat die Kelloggs von Jamie ausgekippt, also eigentlich nur noch die Milch und den Rest, der da drin war. Sie hat einfach in die Schüssel gucken wollen, hat sie auf den Tisch gezogen und ja, das hat dann halt, weil ich ja eher im Sorgen war, habe ich mir einfach einen anderen Aufsatz geholt und habe einfach
Dann hat das schnell weggemacht. Brauchte keine Lappen. Ah! Jamie hat auch einen Staubsauger geholt. Jamie schläft jedes Mal bei der Begleitung von Amelie ein, liegt dann immer mit im Babybett drin und Amelie, die schreit sich da mit einem ab und ich singe und singe und singe und schaukel und laufe durchs Zimmer, setze mich wieder hin, lege mich wieder hin, stehe wieder auf, laufe durchs Zimmer, nichts, aber sie ist müde. Selbst wenn du sagst, okay, es ist noch nicht die Zeit, weil das sagt man ja, wenn man zu früh die Kinder hinlegt, dann zieht sich die Schlafbegleitung einfach ein, Schlafbegleitung extrem lange, weil die Kinder einfach noch nicht bereit sind. Ja, aber wenn ich mit ihr spielen will, funktioniert auch nicht, weil sie ist einfach durch. Es funktioniert gar nichts. Sie legt sich dann auf den Boden, strampelt mit den Füßen, also wie eine Werbung. Strampelt mit den Füßen und schreit. Ja, sie ist einfach müde. Ja, und ich sehe jetzt so aus vom Schlafen begleiten. Ja, ich weiß gar nicht, hatte ich vorhin gesagt, dass Kevin beim Training ist, beim Fußball, und der ist danach beim Kumpel. Das heißt, ich habe sturmfrei. Wir haben jetzt mittlerweile 7:45. Ich war aber um 7:45 raus. Ich saß dann im Flur auf dem Boden und habe einfach die Zeit am Handy genossen, habe Nachrichten beantwortet, ein YouTube-Video geschaut. Genau, und jetzt würde ich einfach Spielsachen einsammeln. Hier ist nämlich zum Beispiel der Arztkoffer. Der steckt jetzt zum Beispiel zum Selector. Das ist richtig cool. Ja, dann haben wir noch hier so 1000 Millionen Schleichfiguren hier rumfliegen. Ja, das sammle ich ein und das Bobby Cash steht auch hier, sehe ich. Das sammle ich ein. Dann gehe ich in die Küche. Ich habe schon alles rübergetragen von Abendbrot, aber noch nicht in der Spülmaschine geräumt. Das mache ich, das geht ganz schnell. Den Hühler sauber machen, das geht auch schnell. Und dann muss ich, jetzt wird mir gerade einmal kalt, weil ich ja, bei Einschlafbegleitung immer so halb mit Döse. Wenn man dann so müde wird, wird dann mehr sowieso immer kühler. Ne? Ja. Dann muss ich Wäsche abhängen, Wäsche aufhängen, aber nur eine Maschine, das geht. Und dann will ich an den Laptop gehen. Ich hatte ja angefangen, da steht ja hier, Video zu schneiden. Es ist einfach aufwendig mit dem Zensieren. Also wenn die Kinder nicht drauf sind, es ist 1000-mal einfacher. Aber so brauche ich für ein Video schon so 5 Stunden. Ja, schon so bis zu 5 Stunden. Ja. Wir haben jetzt kurz nachgedacht. Ich habe alles ziemlich schnell geschafft mit Aufräumen. Ich lege ja die Spielsachen immer vor dem Zimmer. Das habe ich ja aber schon mehrfach gezeigt, wie wo was. Ja, ich habe mir die Babyphones hingetan, gehe jetzt hoch die Wäsche machen. Habe auch meine Mama einmal angerufen. Die hat mir eine Nachricht geschrieben wegen Treppen nächste Woche und ich habe keine Zeit gehabt, nachzugucken und auszurechnen, wie wo was, ob das passt. Genau, jetzt habe ich gerade einmal kurz angerufen und wir haben das bequatscht. Und habe ich im Kalender getragen. Ja, ich freue mich. Einfach Mama-Zeit genießen. Auch wenn man 30 ist, freut man sich auf Mama-Zeit. Ja, einfach genießen. Einfach nochmal Kind sein. Ja, ich bin fertig mit der Wäsche. Es sind 2 Körbe voll abgeräumt. Das falle ich jetzt heute nicht mehr, das mache ich morgen. Ja, das hier zum Beispiel, das obere, muss ja nicht gefaltet werden. Das muss ich im Kinderwagen einbauen. Das ist der Fußsack. Genau, habe ich jetzt in den Keller geholt, gewaschen und jetzt muss der auf den Kinderwagen drauf. Ja, und was ich noch so mal erwähnen wollte, machen wir uns mal kleiner. Setzen wir uns mal hin. Ich habe ja die Wildlinge seit. Wann habe ich die letzten Jahres, Anfang des Jahres, Frühling irgendwann, ne? Was, März, April, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
Man sieht an der Sohle schon, dass die gut abgenutzt sind. Ich habe die aber auch fast täglich an. Ich habe im Winter zwar auch die Wildlinge, für Herbst-Winter sind, aber meistens habe ich die an. Genau, die sehen dafür noch gut aus. Wo sich jetzt was gelöst hat, jetzt muss ich mal gucken, welche Seite. Ne, das war schon die Seite, die ich gezeigt habe. Die Sohle. Aber was soll ich sagen? Also bei meinen normalen Schuhen, die ich bei Deichmann gekauft habe, habe ich im Jahr 2 bis 3 Paar gebraucht und habe die dann weggeschmissen. Ich kann mich noch als Kind daran erinnern, dass man zum Schuster gegangen ist. Und Schuster sterben leider aus. Also ich weiß auch noch, dass ich oft meinen Sattel zum Schuster gebracht habe. Mein Ledersattel. Das hat er nämlich auch gemacht. Ja. Hier, man kann es noch ganz leicht sehen. Hat Kevin das geklebt? Habe ich dann Wildlinge angeschrieben, welcher Kleber in Ordnung ist. Dann haben die auch super schnell geantwortet, innerhalb von einer halben Stunde, glaube ich. Habe ich dann Kevin das gesagt und der hat das dann gekauft und hat mir das geklebt. Genau, und es hält und es kommt kein Wasser mehr durch. Also die Sohle war halt so ein Stück gelöst und dadurch, wenn man über nassen Boden gelaufen ist, mussten keine Pfützen sein, sondern nur nasser Boden, habe ich schon nasse Füße gehabt von unten. Das ist jetzt nicht mehr. Genau, jetzt kann ich es einfach ganz normal weitertragen. Und das ist auch so der Plan. Wir wollen alle Schuhe so lang wie möglich jetzt auftragen. Genau. Vielleicht könnte ich mal, der andere ist jetzt dreckig, müsste ich mal sauber machen, aber ich habe noch nie Schuhe geputzt, außer meine Stellschuhe. Bin ich ja ehrlich. Also meine Stellschuhe habe ich schon gerne gepflegt. Sind ja auch immer Leder. Und ja, die habe ich immer gepflegt, aber andere Schuhe habe ich noch nie geputzt. Ja, gebe ich ja zu. So, ja, das wollte ich einfach mal so als Update sagen zu den Wildlingen. Ne? Weil viele ja sagen, die sind so teuer. Ich habe die jetzt, wie gesagt, ein Jahr getragen. Im Grunde genommen habe ich ja, wenn es schlecht lief, 3 Paar Sommerschuhe getragen im Jahr. Die haben zwischen 10 bis 20 € gekostet. Und dann halt noch ein Winterpaar Schuh, was dann halt wegen dem ganzen Salz halt kaputt war. Genau, das konnte man dann nicht nochmal anziehen. Wenn man das zusammenrechnet, bin ich dann genau bei dem Preis von diesen Schuhen raus. Also von daher hat sich das schon gelohnt. Und mir tun die Füße nicht mehr weh, ich habe weniger Rückenschmerzen. Das ist echt gut. Ja, Jamie liebt seine auch. Amelie hat auch andere Schuhe. Die haben wir nicht gekauft, sondern geschenkt bekommen. Wollte ich anziehen, weil ich sie hübsch finde. Die zieht sie partout nicht an, da schreit sie. Aber die Wildlinge, die sie hat, die ich euch gezeigt habe im Video, die zieht sie an. Damit läuft sie auch hervorragend. Und wenn ihr euch wundert, warum links und rechts auch noch was steht und es einfach uselig aussieht im Flur, ich schwenke mal darüber, da steht eine Tasche voll. Das sind alles Sachen, die im Auto eigentlich sind. Und das Auto habe ich komplett gereinigt, da ist nichts mehr drin, weil wir das Auto verkaufen wollen. Genau. Das heißt, ich müsste da ja die Tasche einmal durchgucken, was ich in den Müll schmeiße, was gewaschen werden kann, schon mal vorbereitet werden kann fürs neue Auto. Und genau, da ist einfach alles drin, was man in so einem Auto hat. CDs, Reiniger, Lappen, alles. Kabel, alles ist da drin. Genau, und auf der Seite, in dem Karton, der obere kleine, da sind die Putzlappen drin gewesen, mit dem ich das ganze Auto geputzt habe. Ich habe den ganzen Karton voll gebraucht. Ja, die sind aber gewaschen und gefaltet, wieder da drin. Oben, das kriegt von meinem Cousin das Kind. Und unten der Karton ist alles Trödel. Das muss ich in den Keller bringen. Das mache ich am Morgen. Ich habe mich heute nochmal geschont mit dem, weil der Karton ist schwer. Weil ich dachte, mit der Impfe, ich kann mich zwar so bewegen, aber muss ja nicht sein. Aber ich glaube, das weiß ich gar nicht. Habe ich das schon am Anfang des Videos erzählt oder war es nur woanders? Nee, das war hier im Video. Aber ich beende jetzt auch das Video. Der Hühler steht noch hier, den muss ich sauber machen und dann gehe ich an den Laptop. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich habe eigentlich vor, morgen zu filmen, weil wir morgen
immer unterwegs sind. Genau. Mal gucken, ob ich es mache. Ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss.